Wir waren hier, an dieser Stelle, auch viele Journalisten. Die Demo hatte sich gerade aufgelöst, da kam es zu einer Rangelei. Polizisten haben eine Frau weggedrückt und ein Mann ging dazwischen. Es sah so aus, als würde der Polizist auf ihn einschlagen. Da rannte der Mann weg und die Polizisten hinterher. Dann sind auch wir Journalisten hinterhergelaufen. Und dann sind sie gegen uns vorgegangen, haben auf uns Journalisten eingeprügelt. Übergriffe von Polizisten auf Demonstranten und Journalisten. Dieses Beweisvideo aus dem vergangenen Jahr wäre heute nicht mehr erlaubt. Juan Robles ist freier Videojournalist. Er berichtet regelmäßig über solche Vorfälle. Doch Bildaufnahmen von Polizisten sind nun strafbar. Die Polizei kann Gesetze anwenden, die es dir verbieten, solche Bilder zu machen. Mit den Knebelgesetzen haben sie jetzt auch noch die perfekte Rechtfertigung, uns Journalisten an unserer Arbeit zu hindern. Knebelgesetze nennen die Spanier das neue Bürgerschutzgesetz und die Verschärfung des Strafrechts. Seit dem 1. Juli drohen für solche Aufnahmen von Polizisten Strafen von bis zu 30.000 Euro. Auch verboten spontane Demonstrationen, vor allem an zentralen öffentlichen Plätzen. Polizisten können dafür Bußgelder von bis zu 600.000 Euro verhängen, ganz ohne richterlichen Beschluss. Das Kalkül der konservativen Regierung, ohne Demos, keine negativen Schlagzeilen. Von Journalistenverbänden Kritik. Diese Gesetze kommen zu einem Zeitpunkt, an dem es in Spanien immer mehr Proteste gibt, wegen der Wirtschaftskrise oder Sozialkürzungen. Über diese Proteste haben viele Journalisten berichtet. Oft ist es auf den Demos zu Übergriffen der Polizei gekommen. Unserer Meinung nach haben die Gesetze kein anderes Ziel, als die Berichterstattung über die Fehler der Polizei zu unterbinden. Unterbinden sollen die neuen Gesetze vor allem nicht angemeldete Proteste wie diese der Bewegung der Empörten. 2011 besetzten sie über Wochen die Puerta del Sol in Madrid. Allein in den letzten 2 Jahren gab es in Spanien mehr als 80.000 Demos gegen Sparpolitik, Sozialkürzungen, Korruption, die meisten friedlich. Dennoch sieht die Regierung von Mariano Rajoy die öffentliche Ordnung gefährdet, reagiert mit den Sicherheitsgesetzen. Verantwortlich für die neuen Gesetze das spanische Innenministerium. Ein Interview mit ZAP lehnte es ab. Auf unsere Fragen keine Antworten. Außenaufnahmen unerwünscht. Was die Gesetze für die Bürger bedeuten, zeigten Aktivisten im April. Spontane Proteste sind nur noch als Projektion möglich. Eine Geisterdemo. Auch Zeichner wehren sich. Sie sehen die Meinungsfreiheit eingeschränkt, auch durch die Erweiterung des Terrorismusbegriffs. Ich könnte wegen Terrorismus angeklagt werden, wegen einer Zeichnung, wegen Beleidigung der Krone. Das könnte jetzt als Terrorismusdelikt ausgelegt werden. Das ist völlig absurd und lächerlich. Gemeint sind Karikaturen wie diese. König Felipe sucht seinen Vater, Ex-Monarch Juan Carlos, der sich vor der Öffentlichkeit versteckt, um von diversen Skandalen abzulenken. Einfluss der Regierungspartei auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk RTVE. Der Sender stand in Spanien auch nach der Franco-Zeit immer wieder unter starkem politischen Druck. Unter Rajoy stärker denn je. Mit seiner parlamentarischen Mehrheit drückte er 2014 einen Intendanten an der Senderspitze durch, der ganz in seinem Sinne agiert. Es ist eine Kaskade. Der Informationsdirektor hat Redaktionsleiter ernannt, die fast ausschließlich aus Medienhäusern stammen, die politisch rechts oder auch extrem rechts stehen. Und weil sie der Partei ihren Posten verdanken, sagen die, diese Information müsst ihr runternehmen, damit dürft ihr die Nachrichtensendung nicht beginnen. Und für die Nachricht so wenig Zeit wie möglich. Der Redakteursausschuss untersucht regelmäßig das Programm. Wir machen Propaganda und keine Informationen für die Bürger. Beispiele für tendenziöse Berichterstattung beinahe täglich, auch ganz subtil. Als der Korruptionsprozess gegen die größte Partei des Landes, die Regierungspartei, eröffnet wurde, haben die Nachrichten das in der 20. Sendeminute versteckt und mit 15, 20 Sekunden abgehandelt. Das ist eine klare Manipulationstechnik.